Hallo YouTube und willkommen zurück zum Let's Play Batman Arkham Asylum. Beim letzten Mal sind wir hier in Scarecrows Fantasie reingestolpert, nachdem wir den Tod von Brucies Eltern gesehen bzw. eher gehört haben und ihre Leichen gesehen haben. Wir sind hier mal wieder von Scarecrows Gas verseucht worden und wir sind immer noch auf der Suche nach Dr. Young. Und wir wollen mal sehen, ob wir sie nicht gleich finden können. Aber jetzt müssen wir hier zuerst mal uns um Scarecrow kümmern. Sie sind ein paar Skelette geschickt, die wir verhauen haben beim letzten Mal. Und jetzt sehen wir zu, dass wir da ganz gut drauf kommen. So, die Hand auf. Ja, warten wir mal kurz ab. Hier ist ein Speicherpunkt. So, also, jetzt geht's hier rüber. Wenn er gleich wegguckt, das ist natürlich. Ups, so, sehr schön. Hier herum, da hinten herumlaufen. So, hier wieder rauf. Nochmal noch kurz ab. Geschafft. Gut, sehr schön. So, jetzt sind wir im Wagen. Wir sind wieder in eine andere Richtung kommt. Und da hinten sehen wir schon, ist wieder so ein Teil hinter der Wand. Das bedeutet, da kommt gleich wieder diese Skelette, die wir eben im Eiltempo zerhauen können. Und wieder ein Speicherpunkt. Reinrenne. Ein bisschen zurückgezogen. Jetzt krieg ich schon mal so ein Gurkenskelett in Scarecrows Fantasie jetzt auf die Glocke. Naja. Was soll's. Was hat er denn da? Also, Schwert. Naja. So, hier dran vorbei. Mit diesem tollen Grabstein. Hier herauf. Und ach, da oben raufschießen. So, hier entlang hangeln. Ja, hier. Guck mal, wie cool ich mich hier hin und her hangeln kann. Nur weil ich irgendwie beim Spielen gerade zu doof war, herauszufinden, wie ich eigentlich draufklettern kann. Schon wieder vergessen gehabt. Nochmal. Jetzt habe ich es endlich geschnallt hier. Hochklettern, zack, rauf. Jetzt warten wir eben ab, bis er hier vorbei wieder hier rüber geguckt hat. Und dann wieder zurück zum Map-Signal guckt. Und dann müssen wir hier nur einmal rüberhüpfen. Dann haben wir es schon fast geschafft. Ich weiß nicht, ob ihr das schon bemerkt habt. Immer wenn es hier so blitzt, dann wechselt unser Model von Batman zu Scarecrow. Sieht sehr cool aus. Ja, und ups. Jetzt warten. Der Leiche vorbei. Scarecrow. Genau. So. Ja, weiter. So. Jetzt rauf. Und durchgelaufen hier. Zack, 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 zack. Schneller. Hier, da schon wieder. Habt ihr gesehen? Scarecrow als Model. Und warten, bis er vorbei ist. Alles, was du siehst, untersteht meiner Kontrolle. Wir warten jetzt mal eben eine Runde ab. Bis er wieder hergeguckt und wieder weggeguckt hat. Bis er wieder zur anderen Richtung dahin guckt. Sicher ist sicher. Und dann richten wir gleich das Signal auf ihn aus. Und dann haben wir auch diese Fantasie überstanden.
So. Aufgehüpft, reingelaufen. Zack, 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 zack. Und ran ans Bettsignal. Und erledigt. Ich sehe dich, Batman. Wie schön für dich. Jetzt sind wir in der Haupthalle, beziehungsweise im Turm. Glock im Turm. Nun, jemand muss doch gesehen haben, wo er hin ist. Ein furchteinflößender Mann, der einen Umhang trägt, der aus dem Schatten hervorspringt und nutzlosen Gangstern den Kopf abreißt. Irgendjemand? Nein? Das jetzt nicht die ganze Anstalt gehört hat, ne? Hui, ich kann fliegen. So, und jetzt rutschen wir hier toll runter, weil wir voll krass auf dieser Kante gelandet sind. Und dann flitzen wir mal eben schnell zum Büro des Anstaltsleiters. Versuch an mir vorbeizukommen und du wirst gegrillt! Ja, ja, das sagen alle. Also diese Gegner mit den Schockstäben können wir nicht von vorne angreifen. Die Messer-Heinis konnten wir von vorne noch normal angreifen, das hat noch nichts gebracht. Aber diese hier, wenn wir da von vorne draufschlagen, kriegen wir eine gewischt und das tut ganz doll weh. Und das wollen wir nach Möglichkeit nicht. Da bist du ja! Ich habe auf dich gewartet. So. Und hab zugehört, wie sehr es die gute Frau Dr. Schein ließ, während du dich in Scarecrow's Welt vergnügt hast. Wie war es diesmal? Hast du was über dich selbst gelernt? Sag's mir. Schnapp dir das Essen und rede mit mir. Ich bin ganz vor. Das erinnert mich an was. Ich könnte schwören, ich hätte gehört, wie sehr es ihr die Ohren abgeschnitten hat. Bleib unter mich, Batman, und hör mir genau zu. Helf mir! Bitte, warum hilft mir denn keiner? Wenn du noch etwas näher kommst, werde ich den Raum mit ihrem Blut dunkelrot streichen. Glaub ich nicht. So, sind wir im Warten? Er guckt da kurz raus. Ich weiß, du bist noch da draußen. Und in dem Moment müssen wir unseren Batarang werfen. Du hörst ihre Abschiedsmelodie. Da, zack! Bam! Voll auf die Glocke! So. Du Monster! Du gemeines, fieses, fieses Monster! Er geht nirgendwo hin. Du kannst jetzt aufhören. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich habe Bane gesehen. Ich weiß, ich... Joker hat mich bedroht. Ich wollte das Experiment beenden. Ich habe versucht, ihm das Geld zurückzugeben. Joker akzeptiert ein Nein nicht als Antwort. Er will eine Armee, eine schreckliche, perverse Kraft, um Gotham zu zerstören. Aber er konnte das nicht ohne die Formel. Ich habe sie versteckt, aber... Jetzt hat er also das Venom und die Formel. Mein Gott, er hat literweise davon. Es gibt ein verstecktes Labor in den Gärten. Es ist abgeschlossen, aber die Sicherheitscodes für die ganze Insel sind im Safe des Anstaltsleiters. Was plant Joker noch? Woher soll ich das wissen? Glaubst du, dass alles, was er sagt, einen Sinn ergibt? Ich glaube, er ist verrückt. Oh mein Gott! Geh aus dem Weg! Ich glaube, das Thema mit Dr. Young hat sich gerade erledigt. Arme Dr. Young! Man weiß ja, wie sehr Mr. J. Verräter hasst. Apropos Verräter! Hilfe! Warum hilft mir denn keiner? Dieser alte Verrückte denkt, er ist der Chef hier. Das zum Thema verrückt. Los, Batman, es gibt viel zu tun und viele einzubuchten. Jungs! Wenn er aufsteht, dann schlagt ihn nieder. Aber nicht zu hart. Mr. J braucht ihn auf der Party. So. Alles okay, Kumpel?
weg hier, bevor er uns trifft mit seinem blöden Schockstab da. Autsch, das tut doch weh. Ja, das glaube ich nicht. Na, wer ist der Nächste? Du? Genau. Du musst auch noch einen haben hier, voll in die Eier. Und dann kriegst du noch das Knie in die Fresse. Genau. Und den haben wir so kaputt. Okay, die Zeit ist leider um. Also sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Batman Arkham Asylum.